Eho, hier ist euer Alai mit einer neuen Folge zu Ark Survival Evolved. Jetzt muss ich gerade erstmal überlegen. Ich habe heute zu viel aufgenommen. Ja, ich verwirrt. Hier ein wenig. Ihr hört schon, ich bin nicht alleine. Doch. Danno ist mit dabei. Er ist ganz alleine. Ganz alleine. Ich versteck mich da. Du siehst mich gar nicht. Stimmt, sie ist geflohen. Sie steht nicht mehr da, wo sie gerade stand. Ja, wir sind immer noch am Baby. Ich stehe immer noch da. Wie gesagt, Danno ist mit dabei. Nein. Hi. Ich bin nur eine Kopie von der Tano, ich bin nicht die echte. Oh, ja, und da ist es schon geschlafen. Es ist wirklich schwarz. Wie genial, es hat geklappt. Und gleich Fleisch rein. Level 169. Ja, einen schönen Stamina-Wert hat er wirklich. Oh ja. Melee Damage hat er auch schon einen kleinen Bonus. Ja, schaut ganz nett aus. Okay, er hat einen riesigen Magen. Meine Viecher kriegen alle einen riesigen Magen. Wieso? Ja, für dich interessanter ist, bei 44,1 Kilo frisst er aus dem Druck. Ich schau noch mal schnell nach meinen Babys. Ja, das ist das Schöne. Er braucht nicht ganz so viel. Ja, Fleisch ist genug drinnen. Meine Wahrheit ist ja, alle Sendung heute da eigentlich direkt nach meiner vom Mittwoch entstanden. Warum sind die da immer noch nicht ausgewachsen, die Drillinge? Wie ein Rabe. Genial. Ja, der ist schön dunkel. Wandering ausschalten, nicht vergessen. Gemacht. Und dann stell ihn doch runter zu den anderen Kleinen, damit er nicht so alleine ist. Wie hebe ich den denn auf? Mit Following. Der kann rennen. Und das schaut meistens auch voll süß aus. Du musst weiter weg in die Rennen, der ist relativ spät nach. No. Du hast ihn nicht auf Following. Ich hab's mir gerade gedacht, dass er es nicht angenommen hat. Riecht er nochmal Fleisch? Na, bei Süßen. Hast du ihn jetzt auf Following? Ja, ich sehe da auch schon was trapsen. Das schaut immer voll süß aus bei den Babys. Oh, ist der niedlich. Und echt pechschwarz, Hammer. Und weiße Füßchen. Das ist süß, die Kombi. Naja, kann ich ja Lus Wunsch erfüllen. Sie wollte ja, dass ich eigentlich Luana schwarz anmale. Du musst noch weiter zurück. Geh noch ein Stückchen nach hinten, sonst hört er gleich auf zum Wandern. Ja, die bleiben nicht in einem ziemlichen Abstand stehen. Oh, ist ja süß. Experiment gelungen. Ich habe die Stamina bekommen, die ich wollte. Oh, ihr kriegt schon Aufmerksamkeit. Jetzt seid ihr nicht zu laut da hinten. Mensch. Ja, das Baby ist halt noch kleiner als ihr. Ihr seid jetzt schon zu groß. Ja, und hier sehen wir die jugendliche Rasselbande, die gerade schon erwähnt wurde. Das mitkriegt, wie die Aufmerksamkeit wollen, die drei? Ja, deswegen sage ich gerade schon, hier seht ihr die jugendliche Rasselbande, die gerade schon erwähnt wurde. Oh ja. Die fressen einem die Haare vom Kopf. Ja, das habe ich bei dem Agentavis auch jetzt schon in Befürchtung. Zwei Weibchen, ein Männchen. Dann und ich muss genau überlegen, wer der denn kriegt. Oh, die sind doch süß. Dann hier einer schon fast ausgewachsen. Und der Parasaurier ist auch schon ganz schön groß. Ja, und der Para, obwohl er der schwächste von allen ist, ist der größte. Ja, du weißt doch, Raptor ist dead and fast, fast and deadly mount. Stimmt ja eigentlich auch. Ach, warte mal, welchen Raptor habe ich denn schon umgebracht? Ich habe einen Raptor umgebracht, der Xark heißen hat.
Einen Raptor, der Matze geheißen hat, damit hätten wir schon zwei Namen. Das Blöde ist nur, ich habe nur ein Männchen da. Ob es Max auch übel nimmt, wenn ich den Raptor ein Weibchen nenne? Matzine. Nein, nein, Matze bleibt. Also Matze kriegt den männlichen. Warte mal, das machen wir gleich. So, und jetzt haben wir zwei Weibchen. Das ist ja der Hammer, dass das geglückt ist. Und das beim ersten Mal. Ich glaube, beim Rex haben wir ein paar Mal probiert, bevor das endlich klappt hat, dass wir die Werte gehabt haben, die wir wollten. Ja, okay, Werte müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Hat er definitiv, glaube ich, nicht überall das Ideal gekriegt. Aber Stamina war mir halt nicht wichtig, dann werde ich ihn sowieso auf Speed setzen und nicht so auf Damage. Ja, er setzt ihn auf Speed. Der arme Vogel. Was hat dir der getan, weil du ihn unter Drogen setzt? Naja, er musste gezüchtet werden. Er stand nicht fertig vor mir. Nein, aber ist insgesamt ganz gut gelungen. Gewicht könnte ein bisschen mehr sein, aber das passt schon. Ups, jetzt hau ich schon die armen Raptoren. Ich habe einen Wert, auf den ich nicht steigern muss. Das ist schon mal super. Und 169 ist auch ganz okay. Ja. Und dann müssen wir bald die ganzen Baby-Dinos verstecken vor Koja, gell? Muss er suchen. Komm, wir bauen eine Basis. Oh ja! Ich weiß wo! Die findet er niemals! Ja, offiziell ist er ja nichts mehr. Genau. Woher weißt du, woran ich denke? Das ist erschreckend. Ich hatte denselben Gedanken. Ein schönes Örtchen. Ich will es nur nicht so zubauen. Ja. Ja, ihr seid jetzt alle verwirrt und fragt euch, was reden die? Ja, das klären wir auch nicht auf. Nee, das werdet ihr noch früh genug in den nächsten Tagen erfahren. Aber der schaut so gut aus. 169 ist auch nicht so schlecht. Bei 220 kriegst du von 169 bis 196 raus, normalerweise so ein Level. Das ist doch super. Ja. Zumindest war es bei den Rexen so, ob das jetzt bei jeder Art so ist, weiß ich gar nicht. Ja, doch, soweit wie mir gesagt wurde, ist das wohl, was man noch drauf leveln kann, immer gleich. Ja. Danach kannst du jetzt noch 58 oder 3 oder keine Ahnung, wie viel derzeit das Level ist, einige Level draufgeben. Irgendwas zwischen 52 und 58, wurde mir gesagt. Und dann sind es 58, weil ich bin der Meinung, 58 oder schon wieder plus 2. Also 60. Ich weiß derzeit nicht genau, wo die Grenze ist. Also kommt er auf jeden Fall auf 220. Die schauen gar nicht so gefährlich aus. Nee, ich fand halt, bei den Babys hätten sie ja auch wie bei den, den wir ja schon, nee, den wir noch zeigen werden, coole Augen reinsetzen können. Du meinst so wie bei dir deine orangenen Augen? Jetzt rennt er weg. Ich habe wieder einen Schritt zur Seite gemacht. Naja. Dann wieder in, zu der Seite, wo du sehen kannst. Ich seh's. Ich habe das schon abgesetzt, das Fernglas. Aber dein Hals, naja, okay. Ja, das kam du, automatisch. Wir haben da unten einen großen Fluss, da kann man sich auch gut waschen. Ja, das kam automatisch, dass er so hässlich wurde mit den breiten Schultern. Ja, es ist irgendwie verständlich. Ich hatte ja noch das Motto vom YouTuber-Stamm im Kopf, von wegen alle Mutanten. Ja, du, ich bin halt eine Amazone gewesen. Ich bin halt nie ein Mutant gewesen. Bin von den Amazonen dann, warte mal, wenn man sich das so anhört. Ich komme von den Amazonen. Obi kommt von den Amazonen. Xa kommt von den Amazonen. Jetzt sind wir alle Dino-Tube. Wir wurden unterwandert.
Sag das bloß nicht Koja. Der ahnt das noch nicht. Hast du noch genug Fleisch? Ja, ansonsten gehe ich gleich holen. Er kann ja mittlerweile schon ganz gut fressen. Ja, aber ich hole jetzt ein bisschen was von drüben bei der Futtertrauk. Ist mir schon zu leer. Ja, okay, da kannst du mir ein bisschen was mitbringen. Dann geh einfach am Futtertrog, weil ich habe vorhin schon ein bisschen Fleisch umgeschichtet. Das hole ich jetzt gleich. Also 17 habe ich noch. Da schau, Xa und Obi liegen da ganz voll in der Küche rum. Ja, die haben sich schon wieder aufs Ohr gelegt. Sind bestimmt wieder am Fremdzocken, gell? Ja, sehr wahrscheinlich. Als ob es neben Ark noch was geben wird. Ja, sie müssen uns doch noch weiter voraus sein in Skyforge. Wir könnten sie ja vielleicht noch einholen, der Koja und ich. Ja, ja. Auch wenn ich mich frage, wie ich das zum Henker schaffen sollte. Gar nicht. Eben. Vergiss es bei den beiden. Ja, da will man sich einen Argentavis züchten und was bekommt man? Einen Raben. Naja, dann hast du irgendwas falsch verstanden. Oder es sind einfach die schlechten Wortwitze von vorher, mit denen sie mich da gequält habt im TS. Sind ganz bestimmt die Schuld. Ich könnte ja jetzt petzen. Was willst du petzen? Man hat mich ja versucht anzustiften, dich direkt wieder mit so einem Wortwitz willkommen zu heißen. Das habe ich ja vehement abgelehnt. Ja, da hättest du ein Problem gehabt. Ja, habe ich auch gesagt. Da hätte ich nämlich ganz schnell einen Disconnect gehabt und du wärst alleine gesessen. Ich hab ja auch direkt gesagt, ich so, ne, man kann einen Bogen weit spannen, das tue ich ja auch manchmal gerne, aber genau. Überspannen muss man ihn noch lange nicht. Nee, also es hat gereicht vorhin. Yep. Ich warte lieber, bis Koja wieder da ist, der hat genug schlechte Wortwitze auf Lager. Er ist schuld daran, er hat damit angefangen. Soll ich ihm das gleich petzen, dass du das sagst? Weil so nebenbei bin ich ja überhaupt nicht gerade am Tippen. Klar, kannst du gerne petzen. Dein Dämpfpunkt ist eher schuld, da kommt er auch nicht raus. Da gibt's Videobeweise für. Oh ja, bei Videobeweisen, da hört er immer auf, ja. Das kann er nicht leugnen. Aber das Schöne ist, meine 5 haben alle schon die Futterdrucksymbole beim Kopf. Oh, schau, der Kremlin ist schon adolescent. Warte, ich kann den Kleinen ja noch mal ein bisschen zurücklocken. Wenn er auf der passenden Position steht, dann hat er auch das Symbol. Ist zwar nicht seins, aber er hat ein Symbol. Lol. Nein. Da ist er wirklich rabenschwarz. Ja. Also so ein Pechschwarz habe ich echt selten gesehen. Augen hat er schöner. Ja, da musste ich auch gerade staunen, wo ich mit dem Fernglas drauf war, dass sogar die Augen schwarz sind. Mhm. Und wenn es da jetzt das Federkleid anschaut, schaut es ja nicht richtig gut aus. Ja, bei den Großen ist nur dieses Aufgefächerte das Problem. Mhm. Ja, aber da passt es richtig. Also wenn es dann anschaut, schaut es ohne Fernglas nicht so gut aus, wie wenn es dann durchs Fernglas anschaut. Ja. Also gemacht haben sie es richtig schön. Ja, es wird ja auch bei den Großen nur bemängelt, dass es so ein bisschen nach Babyplüschfell noch aussieht. Mhm. Na du Dilo, was willst du? Wie weit bist du denn? Oh Mann, da ist gerade mal ein bisschen was über 50%. Na, der hat auch schon Drittel. Ja, wir können ja schon heilfroh sein, dass die Einstellungen zurzeit so nett gestellt sind für uns. Ja, ja, aber du weißt schon, dass wir derzeit 4 Fleischfresser da haben. 5 Fleischfresser da haben, gell? Mhm. Gut. Und du weißt, dass nur 4 Eiskästen voll Fleisch da sind. Mhm. Gut. Wolltest du nur erwähnt haben? Nee, ist mir geläufig. Deswegen sagte ich ja, sobald er genug fassen kann,
gehe ich mal ein bisschen auf Fleischschatz. Und du weißt, wie viel Fleisch Raptor fressen? Ich weiß, wie viel Fleisch ein T-Rex frisst, das hat mir gereicht. Sehen wir mal einen Raptor. Der wird kein bisschen besser sein, wahrscheinlich sogar schlimmer. Yep. Aber ich könnte ja unseren Unfall ausführen. Das klingt toll. Das klingt gut, ja. Ein Spilo namens Unfall. Mittlerweile passt da ja richtig Fleisch rein. Naja, der Magen dehnt sich. Ich meine, da passt bald mehr Fleisch rein, als der Vogel groß ist, aber ja. Och nö. Sag nicht, er steckt wieder im Boden. Nee, über Minera schwebt ein T-Rex-Ei. Unter Fallballer liegen zwei T-Rex-Eier. Weißröckchen hat ein Ei gelegt. Wir müssen die Oviraptoren wieder abschaffen. Ja. Und wie hieß es noch am Anfang? Ach, das bringt ja fast nichts. Ich weiß gar nicht, wir haben das behauptet. Ich weiß es nicht mehr, aber irgendjemand hatte ganz laut geschrien, das bringt ja nichts. Mhm. Und da hatte ich mir schon gedacht, Moment, am Vorabend wurden doch noch weiß ich nicht wie viele Eier daraus gesammelt, als wir gerade eingezähmt hatten. Ja, so Unfall, komm raus da. Aber bitte ohne Unfall. Oh Mann, was macht er? Er packt sich in die Türe. Ich kenne echt keinen Dino, der seinen Namen so verdient hat wie der da. Zur Aufklärung, Unfall meinte heute auch schon, sich in die Erde reinbacken zu müssen. Oh ja, ich glaube, wir haben eine halbe Stunde gebraucht, um den wieder aus der Erde rauszukriegen. Ich habe mir nur gedacht, sie waren schon zu dritt, da braucht kein Vierter mehr dabei stehen und romantieren. Für die, die es nicht wissen, Unfall ist ein gezüchteter Spino, der aus Versehen ausgebrütet wurde. Ja, eigentlich wollte ich das Ei nur anbrüten. Dann war ich Eier aufsammeln und plötzlich standen zwei Spinos vor mir. Und daher verdiente er seinen Namen. Genau, Unfall. Das Weibchen habe ich hergeschenkt. Seitdem ist er sehr bemüht, seinen Namen alle Ehre zu machen. Oh ja. Aber wir haben wenigstens endlich ein Männchen. Hm. Ach, ist auch ein Männchen geworden, mein kleiner Rabe. Kannst du mal durch die Türe rausschauen, weil ich stehe gerade vor der Türe praktisch. Nein, andere Richtung. Das ist der kleine Unfall. Der Backkönig. Genau. Der Unfall halt. Der Unfallkönig. Halt leider nichts Besonderes von der Färbung her, aber ein Männchen. Oh, da liegt ein Brontoe. Da lag ein Brontoe. Ja, wobei, wenn ich so gucke, die Werte gehen ja auch teilweise. Oh, habe ich dich gerade entführt. Na, passt schon. Unter dem einen Bronto liegt ein Ei, falls du das auch hin magst. Irgendwo zwischen zweiten und dritten. Ich organisiere mal zwei oder drei Sticks Fleisch. Unter Umständen kommt auch Unfall nicht zurück. Nee, untersteh dich. Du kennst doch meine Quote bei Spinos, oder? Ja, aus irgendwelchen Gründen schaffst du sie zu töten. Ja, das musst du erst mal hinkriegen. Ja, eben. Es ist schon eine Kunst. Ja gut, beim letzten kann ich wirklich nichts dafür. Okay, das Bild hier ist auch gut. Du meinst das, was Xan die Türe geklebt hat? Oder über die Türe? Genau das.
Ja, ich habe halt schon gesagt, Xar wollte Yumana nacheifern. Das ist ja eigentlich der Künstler von den Amazonen gewesen. Und uns fehlt ja noch so ein Künstler, also macht er das bei uns. Unnatürliche Überlebensauswahl von den Fittesten. Aber es passt so schön. Ja, irgendwie schon. Njam, 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 Wölfe sind besonders gut. Ich finde das so göttlich, dass er echt pechschwarz geworden ist. Es war noch mein Und Gedankengang. ja, naja gut, deswegen hast du auch die zwei kreuzt. Gib's zu. Ja, ich habe mir halt gedacht, zwei, die zum größten Teil schwarz sind, es könnte ja klappen, dass wirklich ein Pechschwarz dabei rauskommt. Ja, die drei Raptoren schauen alle aus wie der Papa. Ja, das sind echte Drillinge. Oh ja. Aber zwei, hier sind Männchen und Weibchen. Müsste sich das Weibchen ja glatt schämen, dass es auch noch genauso aussieht. Zwei Weibchen, ein Männchen. Da muss sich das Männchen auch so schämen. Das ist mir auch recht. Genau. Ich habe nur die Zahlen gerade durcheinander geworfen. Sag mal, wo sind die ganzen Dinos hin? Ich hab Hunger. Also ich war zwar vorhin noch im Eisbiom unterwegs, aber ich habe da nichts groß umgebracht, außer ein paar Wölfe. Die wollten unbedingt an meinem Vogel knabbern. Da musst du dann das Fünferrudel Wölfe lernen, dass Tiny Timey nicht zum Essen gedacht ist. Ja, das sind auch Man nicht. sollte nicht die falsche Taste drücken, weil man gerade am Kämpfen ist. Ja, könnte ungünstig sein. Vor allem, wenn es absteigen ist. Ja, es war absteigen. Ja, halb so wild. Die Wölfe waren ja schon fast alle tot. Dann geht's ja noch. Nein, das ist ja auch nicht das Einzige, was wir schon gezüchtet haben. Aber die anderen Sachen kriegt ihr erst zu sehen, wenn unser lieber Koja wieder da ist. Oh ja. 10.000 Leben hat er schon. Er ist mir was langsam beim Beißen. So. Ja, das war ja das, was ich vorhin sagen wollte. Das Leben ist ja eigentlich ganz in Ordnung mit 10.000. Ah, für einen Alpha Rex aber immer noch zu wenig. Ja, klar. Nur wegen denen bin ich ja auch zurzeit noch bei Kraut vor nix. Wieder was auf Leben ansetzen. Hat also mein toter Spino doch was gebracht? Ja, die Erkenntnis, dass die fieser geworden sind und zwischendurch daran rumgepatcht wurde, ohne dass es uns gesagt wurde. Ja, sicherheitshalber sollte man ein bisschen mehr auf Leben gehen. Und wenn ihr dann richtig auf PvP geht, müsst sowieso viel mehr auf Leben stecken. Ja, klar, die Viecher müssen aushalten können. Austeilen und aushalten. Geschwindigkeit ist relativ, Stamina muss nur ein akzeptabler Wert sein, dass sie halt eine Zeit kämpfen können. Genau, und mir ist ja im Prinzip im Moment eigentlich Kämpfen relativ wurscht, von daher reicht es mir, wenn er die Dinos schafft. Deswegen an sich bin ich ja auch mehr PvEler, also sprich nicht ganz so viel auf Leben dafür, wenn dann mehr auf Damage, dass er das, was er trifft in der Natur, einfach schnell weghapsen kann. Ganz viele kleine Babys. Nicht mehr ganz Babys. Ja, deins ist ja noch ein Baby. Jetzt
Jetzt habe ich nur ein Problem, dass er schwarz geworden ist. Wie nenne ich ihn denn jetzt? Tja, im Notfall fragt. Was heißt im Notfall? Frag doch einfach deine Zuschauer. Ja, ihr könnt ja auch gerne Vorschläge dazu abgeben, so ist nicht. Das Einzige, was mir jetzt einfällt, kann ich da nicht vorschlagen, weil da sage ich selber, nee, den Vogel bringst nicht zu mir. Und bei wie viel Kilo ist dein Vogel schon? 23,5. Ja, es geht doch ganz schön schnell. Ja, geht echt zügig voran. Da hat er echt den Vorteil, dass er kein so ein hohes Gewicht hat. Dadurch muss ich da nicht ganz so ewig warten, bis er aus dem Napf fressen kann. Das war ja bei Kleingraut vor nix der Horror. Warum dann? Es ist zwar jetzt kein gigantischer Wert, aber der hatte 750 von Anfang an. Ja, ja, ich weiß, ist normal beim T-Rex. Das ist schlimm genug. Wart erst mal auf den Quetzal. Ja, da wird's richtig lustig. Das Ei ist schon so weit angebrütet, also wir warten da nur noch auf Goya. Wobei es ja bei dem echt göttlich wäre, wenn der so einen richtig üblen Tragkraftwert kriegt und dazu noch richtig Fettstamina. Allein nur fürs Erfolgserlebnis. Fürs Erfolgserlebnis reicht schon, den überhaupt gepaart zu haben und auszubrüten und gesund erwachsen werden zu lassen. Das stimmt. Weil normalerweise mit den Standardeinstellungen braucht ein Quetzal eine Woche. Und das würde man nie schaffen mit unserem Tribe. Nee, da ist vor allem jetzt die, die aufnehmen, hätten da ein tierisches Problem. Ja, nicht nur das, wir würden es auch nicht sagen, ob wir zumuten, dass die ihn dann großziehen. Eben. Naja, Obi. Nein. Wobei mir manchmal schon langweilig genug dafür ist. Na, zwei Leveln hat er auch schon gemacht. Er findet zwar keine Dinos, er levelt trotzdem. Das liegt nur am Winkel, dass die schwarzen Federn manchmal so grünlich aussehen, ne? Ja, oder am Lichteinfall. Ja, das meinte ich ja. Denk dran, dass der Boden ziemlich bunt ist, dank Obi. Ja, das hatte ich aber auch schon, als ich mir die Eltern angeguckt hatte. Okay. Es liegt echt nur an dem Winkel, in dem man guckt, beziehungsweise das Licht halt drauf fällt und man dann dementsprechend steht. Der Boden ist übrigens voll babygerecht, auf Wunsch von Obi. Der hat gesagt, man kann diese Babys nicht einfach nur auf Steinboden setzen, da gehören ordentliche Farben rein. Solche Vorschläge kommen von Grobi Obi. Interessant. Ja, ja, ja. Das ist mal was ganz anderes, gell? Mhm. Na, das sind wenigstens ein paar Trikes und ein paar Schildkröten. Kommt her, hier, ja. Uhren sammeln und gleichzeitig doch an die Kinder denken. Interessant, interessant. Komische Kombi. Ich glaube, er wollte einfach, dass ich mal rosa mal. Du weißt doch, dass sein Zimmer dann auch rosa geworden ist. Ja, das ist wahrscheinlich schon längst wieder umgestrichen. Das könnte man doch nein, noch zeigen. Nein, das ist noch rosa. Ich muss mal spazieren gehen. Er wollte es doch rosa haben. Ja, ja. Mittlerweile sollte er genug fressen können. Ja, ja, es sind, also mehr tragen als, können. Sind mehr als genug Stacks drin, also so schnell verhungert er nicht. Ja, herzlich willkommen in Obis Zimmerchen. Ja, nur komischerweise der Xar wollte ausziehen. Xar sucht ein neues Zimmer. Mhm. Oder baut sich demnächst eins, ich bin mir da noch nicht so ganz einig.
Der war mit dieser Farbe nicht so ganz zufrieden, aber ich meine, ihr könnt jetzt ja notfalls Bett tauschen, Xa und du. Nee, 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 nee. Nicht freiwillig. Naja, freiwillig gezwungenermaßen, wie wär's damit? Ach nee, ich fühle mich da ganz wohl, wo ich bin. Ich wollte ja schon sagen, wir könnten ja die Betten noch weiter zusammenschieben drüben im anderen Zimmer, dann kriegen wir vielleicht noch eins rein. Kann man machen, oder ich baue einfach so ein Doppelbett für euch beide. Also so ein Stockbett. Ja, das wäre auch noch eine Idee. Dann müsst ihr euch nur einigen, wer schläft oben, wer unten. Das ist mir, da bin ich kompatibel. Xa, schnapp das Angebot, nimm's an. Ja. Du wärst raus aus dem rosa Zimmer. Deine Flucht wäre geglückt. Oh, wir sind schon bei 31 Minuten. Ist doch normal bei dir. Gut, dass ich mal auf die Yippie, Uhr ein geguckt habe. Kompass. Brauchst du ein Kompass-Blueprint? Nee, habe ich noch eins. Liegt in meinem Schrank. Was, nur eins? Ja, die anderen habe ich mir gedacht, die brauchst du nie sammeln. Gut, so habt ihr wenigstens ein bisschen gesehen, wie so ein kleiner Agentavis aussieht. Oder so mittelkleine Raptoren. Oder eben, wie es den kleinen Raptoren ergangen ist, von denen ihr ja die Geburt miterleben durftet. Naja, aber nur bei mir im Kanal. Ja, das nur bei der Dano, das ist richtig. Ich bin ja sozial, ich teile ja. Oh, das ist aber nett von dir. Ich nicht, deswegen stelle ich immer deinen Link drunter. Genau. Ich sag den Leuten schon, schaut's bei Alai. Komischerweise schauen's trotzdem mir auch zu. Versteh's nicht. Nee, und in der nächsten Folge werdet ihr dann den Kleinen ausgewachsen sehen und mal schauen, welche Namensvorschläge von euch kamen oder was mir vielleicht noch spontan eingefallen ist. Oh je, schnell, macht sie mal einen Vorschlag. Sie traut mir nicht, was die Namen angeht. Ja. Nur weil ich den kleinen Dimorphodon Fresser genannt habe. Auch? Das war halt ein kleiner Fresser, kann ich auch nichts für. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und schaut wieder rein. Mit diesen Worten, bis denne und tschüss, euer Alai. Tschüss.